Wir begrüßen Herrn Bernhard Lichtenauer, Produktmanager der Dr. Johannes Heidenheim GmbH, hier auf dem Stand der Quality Engineering. Schönen guten Tag, Herr Lichtenauer. Guten Tag, Herr Krupp. Herr Lichtenauer, mit welchen Neuheiten sind Sie dieses Jahr auf der Messe vertreten? Bei den Spektrum-Messtastern haben wir eine Weiterentwicklung für die In-Prozess-Messtechnik. Die aktuellen Messgeräte bieten eine Genauigkeit von 1 μ bei 12 oder 30 mm Messweg. Und nun schaffen wir es, auch für die In-Prozess-Messtechnik diese Produkte einzusetzen. Das haben wir damit ermöglicht, indem wir diesen Faltenbalk angebracht haben, sowie das Gehäuse den Messbolzen schützt und auch eine Spitzschutzkappe hinterlegt. Mit dieser Lösung ist es nun möglich, dass der Kunde das Messgerät auch in der Maschine einsetzen kann. Und welche Zielgruppe sprechen Sie jetzt damit an? Welchen Mehrwert bieten Sie durch diese Lösung? Das ist eine sehr interessante Frage, denn wir sprechen ein sehr breites Feld davon an. Sobald fertigungsnah gemessen werden soll, ist dieses Produkt interessant. Und das rückt auch immer mehr in den Fokus. Stellen Sie sich vor, eine Applikation, wo die Zeit sehr kritisch ist. Ich habe nicht die Möglichkeit, extern außerhalb der Maschine das Werkstück irgendwo abzuspannen, sondern ich möchte es gleich direkt in der Maschine messen. Das ist nun damit möglich. Somit sprechen wir ein sehr breites Feld an, wenn es um die Optimierung von Messprozessen fertigungsnah geht. Fertigungsnah heißt also in hoher Geschwindigkeit, in hoher Präzision in dieser Verbindung. Genau, ganz genau. Oder auch vielleicht direkt in der Werkzeugmaschine. Dass ich jetzt nicht mit einem Tastsystem messe, sondern ich habe auch unterschiedliche Vorrichtungen im Normalfall. Und durch unsere hohe Genauigkeit über den ganzen Messweg ist es nun möglich, eine Vorrichtung zu verwenden, um unterschiedliche Werkstücke zu verwenden. Somit auch Losgröße 1. Welchen Beitrag liefert denn der Heidenheim-Messtaster zur Diagnose und zur Zustandsüberwachung? Er liefert bei Weitem mehr als wie nur den Messweg. Wir haben mit dem Protokoll ändert die Möglichkeit, auch Selbstdiagnose durchzuführen beim Messgerät. Das heißt, ich weiß permanent Bescheid, wie ist der Zustand des Messgeräts. Sie können sich das vorstellen wie bei dem Auto, wo jetzt das sagt, in 30.000 Kilometer oder 20.000 Kilometer ist der Ölwechsel. So vorausschauend können Sie das messen. Und wir haben eine eigene Produktfamilie, das ist serienmäßig mit dabei, das Ändert-Protokoll. Und somit kann man eigentlich in die Zukunft blicken, wann ist vielleicht das Lebensende des Messgerätes erreicht. Das ist ja Stichwort Predictive Maintenance und damit ist es ja auch Industrie 4.0 tauglich. Genau, Industrie 4.0. Wir bei Heidenheim haben den Begriff Connected Machining gewählt, aber es ist wirklich die Zukunft. Und wir sind sehr stolz darauf, diese Methode, diese Funktionalität auch zu haben. Herr Dr. Lichtenauer, schönen Dank für diese Einschätzung. Viel Erfolg auf der Messe und wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Dankeschön. Danke.